So, da sind wir beim nächsten Video. Und ich habe ein Päckchen bekommen. Paket. Und zwar war dieser folgende Brief da drin. Servus Blocky. Wie besprochen, findet sich im Paket die Deckbox. Deckboxen mit dem Starter-Set und den Hüllen. Zumindest zudem noch ein älteres Intro-Pack. Mhm, ich gespannt. Das war eigentlich für meine Sammlung bestimmt gewesen. Allerdings der Zustand nicht den Erwartungen entsprochen. Gerne für ein Opening Verfügung stellen. Bin ich gespannt, was es ist. Habe ich noch nicht angeguckt. Bisher noch nicht geöffnet. Leider ist die Klebekraft nach allen Jahren versagt. Das passiert leider immer öfter. Es ist nicht so schlimm wie bei Pokémon, aber es passiert immer öfter. Und ich habe noch ein paar Booster dazu gepackt als Dankeschön für den Content in all den Jahren. Ja, Grüße, ein Zuschauer. Sehr, sehr cool. Freut mich sehr, sehr cool. Ich habe das Intro-Pack schon mal ausgepackt. Auch sehr cool, mit so einem Label drauf, wo dann Starter-Set, Deckbox und Hüllen drauf stand. Das ist das, was ich euch neulich schon vorgestellt habe. Und zwar ist hier mit Gymgenics Leaves und mit Gymgenics Box. Und es fühlt sich auch an wie Gymgenics Leaves. Dieses Starter-Deck bei Einsteigerpaket, Spielerleitfaden. Seid da mal drauf gespannt. Das kann gut sein, dass ich das in nächster Zeit an einen von euch verlose. Ihr wisst, das ist sehr, sehr cool, auch für Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind. Alleine wegen da. Der Krake ist ganz gut. Es ist in Deutsch. Und hier auch der Gastfreundische Vampirin ist gut. Und da ist doch irgendwo auch gar noch genau, Exfiltrationsexpertin dabei und so weiter. Sehr, sehr coole Decks. Wie gesagt, da oben ist ein Link zum Video, wenn ihr genau wissen wollt, was drin ist. Und haltet die Augen offen, sowohl auf YouTube, Facebook, Instagram. Ich werde das Gewinnspiel überall dann auch reinschreiben. Vielen Dank fürs Verfügungstellen zum Verschenken. Ist tatsächlich so, dass der Zuschauer... Ein Zuschauer, ja. Der Zuschauer gesagt hatte, hey, finde ich sau cool, was du machst, aber das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich würde es lieber wieder abgeben. Und ja, dementsprechend für euch sehr, sehr cool. Kommen wir zum zweiten Backpäckchen, was da drin war. Booster und Intro-Pack. Bin ich mal spannend. Da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, weil ich habe das Ding aufgemacht und habe dann erst den Brief gelesen. Und einmal. Oh Gott. Ich will ja auch nicht so viel kaputt machen. Was ist halt hier mit diesem komischen Backpapier da drin? Also kein richtiges Backpapier, aber halt dieses braune Papier. Was ich persönlich für so Sachen viel, viel cooler finde. So, dann... Oh, ich fast geschnitten. On Kamera, das wäre es natürlich jetzt gewesen. Einmal hier auf. Einmal hier auf und... Na komm. Einmal hier auf. So, was haben wir hier? Oh mein Gott, was ist das denn? Geiles. Hier sind das. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, wie geil. Wow. Theros Glutenverschlinger. Genau, also hier ist das. Hier versagt die Klebekraft, wie man hier sieht. Das passiert leider öfter. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin gerade. Was? Enthält ein spielbar breitbares Deck mit 60 Karten, mit einer Premium-Karten, zwei ungeöffneten Booster-Packs. Sind die da auch noch drin? Das klingt so. Es sind auch noch zwei Theros Booster-Packs drin und eine Einführung, wie man Magic spielt. Wow. Hi. Sehr cool. Und wir haben hier noch... Wow, das bin schon wieder kurz vorm Heulen. Und wir haben hier noch Booster drin. Und zwar... Rückkehr nach Ravnica, sehr cool. Ein Mystery Booster Convention Edition 2021 Version und ein Double Feature. Aber machen wir das jetzt alles mal auf. Gucken wir uns das Ganze mal an. Starten wir mit dem Theros Starter. Oh Gott, ich habe so ein Teil schon ewig nicht mehr aufgemacht. Es ist sehr, sehr lange her, dass man die aufgemacht hat. Oh mein Gott, das ist wunderschön. Ich verstehe, warum du das sammelst. Ich finde es krass, dass du mir das zugeschickt hast. Oh mein Gott. Oh. Glutenverschlinger. Und hier waren dann irgendwo so eine Lasche zum Öffnen. Ne? Hier. Haha. Und da sind noch zwei Theros normale Boosterpackungen mit 50 Karten drin. Und der Guide. Wie man das Ganze spielt. Na? Ich
will hier nichts kaputt machen. Absolut nichts. Das ist auch für mich, ich meine, es ist schon ein bisschen her, aber noch nicht ultra lange her. Es ist von 2000, kann ich hier drauf gucken, von 2013. Okay, es sind doch 9 Jahre. Das ist 10 Jahre alt, das Zeug fast. Oh mein Gott. Hier seht ihr alle Decks, die dabei waren. Das war Gabe der Nyx, ein schwarz-weißes Deck. Manipulative Monstrosität, ein blau-rotes Deck. Hingabe in die Finsternis, ein schwarz-blaues Deck. Die flammenden Bestien, rot-grün, das ist das, was wir haben. Und eine Armee in grün-weiß. Darunter steht dann auch drunter, zum Beispiel monströse Schrecken dringen in die Territorien in Teros stolzen Zivilisation vor und bedrohen die Existenz ihrer imposanten Städte. Hammer. Dann gibt es hier noch sein Held. Du bist ein Planeswalker. Das war damals was Besonderes. Und ein Deckverbessern. Wir haben 2 Magic Booster dabei. 2 Booster dabei. Also es war damals schon eine wilde Zeit. Wir haben damals, glaube ich, 20 Euro für so ein Ding bezahlt. Ich meine, es wären 20 Euro gewesen. Da waren 2 Booster dabei. Und dann haben wir das Deck praktisch für 12 Euro dabei gekommen. Das war okay. Heute haben wir 50 Euro komische Starter-Decks, Commander-Starter, wo ein Teaser dabei ist, ein Teaser-Booster für Collector-Booster, also ein 20-Euro-Booster. Das ist schon, wie sagt die Jugend, das ist wild. Das ist wild. Und ja, dann ist nochmal, wie man Magic spielt. Das sind richtige Intro-Packs noch. Krass. Die Teros-Booster tue ich mal oben auf den Stapel hier drauf. Kurz beiseite. Und dann gucken wir uns mal das Deck an. Gucken, ob wir irgendwo so ein Pulse-Stripe. Ja, Pulse-Stripe. Ich habe einen Pulse-Stripe gefunden. Und damals fixierte ich das auf. Ach, wie schön. Ich bin gerade super hyped. Ich freue mich gerade unendlich. Auch hier ist ein Tesafilm-Strap drin. Und was haben wir hier? Hier haben wir eine Verpackung, die uns sagt, oh ja, sehr geil. Auch das gibt es heute nicht mehr. Wir haben ja keine Starterprodukte, wissen wir alle. Ja? Das Spiel lernen, deine erste Partie, hier steht genau drin, wie man es macht. Hier, wie der Kampf funktioniert. Hier ist sogar mit Angreifen und Blocken erklärt. Hier, wie man Zaubersprüche wirkt. Hier, wie eine Magic-Karte aufgebaut ist. Hier unten sind Kartentypen inklusive Planeswalker. Hier ist ein Kampfbeispiel, damit man es auch versteht. Und hier ist nochmal ein Glossar, damit man nachgucken kann, was Erstschlag nochmal heißt oder Reichweite oder so. Das ist schon ein cooles Teil. Hier gibt es dann die Farben weiß, blau, schwarz, rot, grün, was die alles dann machen. Hier nochmal ein schönes Feld, wie das aussieht mit Lebenspunkte, Stift, Papier. Unsere Handkarten, gegnerische Handkarten, das Feld und hier die Intro-Packs von dem Hauptset 2014. Ja, sehr cool. Gibt es heute auch nicht mehr. Ist auch leider ausgestorben. Irgendwann werden wir keine Magic-Spieler mehr haben. Und dann werden sich alle wundern, warum wir keine Magic-Spieler mehr haben. Dann könnt ihr auch meine Videos verlinken und sagen, Blackie hat es gesagt. So, dass ich das irgendwie zusammengefaltet bekomme, ohne, da habe ich schon gehört, ohne das kaputt zu reißen. Weil das ist etwas, das kann ich vielleicht für spätere Videos auf jeden Fall nochmal mit gebrauchen. Und wenn nicht, ist es zumindest für mich ein Andenken an diese Zeit, was man damals natürlich nicht aufgehoben hat, weil, Herrgott, warum sollte man denn nicht mehr solche Starterheftchen dabei tun? Das ist ja dämlich. Oder so. So, jetzt haben wir immer noch keine einzige Karte vorgelesen. Gucken wir uns das Deck an. Ich würde sagen, wie immer bei diesen Decks, gehe ich über die Rares und Mythics ein bisschen genauer drüber und scout den Rest. Erst, was ich mal machen muss. Sie riechen nach guten Magic-Karten. Krass. Fangen wir an mit dem Glutenverschlänger. Das ist ein 4-Mana 4-5, der, wenn er monströs wird, jeder Spieler 3 Länder opfern muss. Okay. Für 7 Mana monströsiert plus 3. Dann kriegt ihr 3+1+1 Marken, falls noch keine monströs war. Okay, wenn man 7 Mana hat, kann man das mal. Also 4 Mana, 4, 5 ist schon strong. Umherstreifende Satyr, 2-1 Trampelschaden für 2 Mana. Satyr-Hedronist, 2 Mana, 2-1. Für 1 kriegt man 3 Rote. Hier ist es übrigens ganz oft so, bei diesen Decks damals gewesen, dass man Karten nur 2-mal drin hatte, weil man sich das Deck auch einfach 2-mal kaufen konnte, um ein cooles Deck zu haben. Manchmal sind Karten auch 3-mal drin und dann sind es die nicht so wichtigen Karten. Aber früher konnte man sich Decks auch 2 bis 3 Mal kaufen, hatte dann wirklich cooles Deck. Wenn ich mir heute 2 Kommandodecks kaufe, dann lachen nicht die Leute aus.
Tappen wir Länder, Minotaure, er hat bis 2 bis 0 hinzu. Das Artwork ist, glaube ich, in den Dingen drin. Nessischer Renner, 3x3x3. Eine Wurzeleidechse. Oh mein Gott, aus M14. 2-2, kriegt bis 2 bis 0. Eine Kreatur muss in diesem Zug geblockt werden, falls möglich. Lol, dieser Flötenspieler. Satyr da oben drauf am Rumhampeln. Sehr cool. Zu der Zeit gab es auch sehr, sehr coole Pre-Release-Events. Ich habe euch mal die ganzen einzelnen Game-Modes davon, diese Pre-Release-Game-Modes, ne, Game-Day-Game-Modes, auch mal gehabt. Da oben habt ihr auch nochmal eine Verlinkung dazu. 4x4, 3 Minotaure, der hier so einen Menschen bedroht. Sehr cool. Polis-Zerstampfer, der ist stark. 4x4, Trampelschaden, Schutz vor Verzauberung für 6 Mana. Das ist schon ein bisschen was, aber ist okay. Monstrosität plus 3. Und immer wenn der Kampfschadenspieler zu wiegt, falls er monströs ist, können wir eine Verzauberung, die dieser Spieler kontrolliert, zerstören. Richtig cooles Teil. Einfach mal Verzauberung schrampfen. Nessische Natter mit Reichweite und Monstrosität. Steinschlagriese mit Monstrosität und Flugfähigkeit. Nemesis der Sterblichkeit. Das ist eine Schlange, das ist auch sehr cool. Kostet mir einmal weniger für jeden. Genau, kostet wirken einmal weniger für jede Kreatur in deinem Friedhof. Kann zweimal eine Monstrosität und auch das Monstrosität kostet weniger. Sehr, sehr cool. Dann haben wir ein paar Länder, Gebirge, Wälder und danach kommen nochmal ein paar Karten. Weil das waren die Kreaturen, dann kommen die Länder, dann kommen die Non-Creatures. Drachenumhang, genau, plus 1 bis 0 immer wieder mit Dracheneffekt. Kannst du den Blitzeinschlag? Damals gab es noch kein Lightning Bolt, beziehungsweise es gab Lightning Bolt, aber nicht im Standard. Magma-Strahl, der war cool. 2x2 Schaden, hält sich 2. Sehr gut. Genau, das war schon das neue Scry. Zerstörerisches Gelage. Das wird teilweise bis heute im Modern gespielt, im Naya Burn. 2 Mana zerstören Artefakte, Verzauberung, fügt 2 Schaden im Herrscher zu. Sehr gutes Teil. Omen des Verrats, übernehmen die Kontrolle. Kram des Handwerks sagt mir gar nichts. Zerstören Artefakte, Verzauberung mit Hellsicht 2. Okay. Kenne ich nicht mal die Karte. Ich habe damals doch relativ viel gespielt. Windsturm gegen fliegende Kreaturen, das war damals ein Ding. Vulkanische Geysir gegen irgendwas mit X-Mana. 2 davon. Ja, sehr, sehr cooles Deck. Tatsächlich ein sehr, sehr cooles Deck. Ich finde das wirklich cool. Und gerade wenn ich es heute vergleiche, man hat sich damals 2 Stück davon gekauft und hatte ein echt cooles Deck. Ihr habt gesehen, das meiste ist 2x drin. Man kann diese Kreaturen hier auch einfach 2x dann spielen. Es war also 2x dieses Deck und du hast ein geiles Deck gehabt damals. Zumindest im Casual-Bereich. Nicht für Competitive, aber da wollen wir gar nicht hin. Genau, dann kommen wir zu den Boostern. Ich habe jetzt mal die Theros-Booster nach oben gelegt. Ich will sie eigentlich gar nicht aufmachen. 2013, ich will sie eigentlich gar nicht öffnen. Oh mein Gott. Theros-Booster habe ich schon seit 2013, glaube ich, nicht mehr aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Channel schon mal aufgemacht habe. Knisternder Tritonier. 3x2/3 für 3 Mana opfern, 2 Schaden zu fügen. Ich gehe auch ein bisschen schneller durch. Ich hoffe, das ist okay für euch. Blutzollharpie. 3x2/1 fliegen. Das Spiel kommt, verliert jeder Spieler ein Leben. Okay. Letzter Atemzug. Schicke eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger ins Exil. Der wäre jetzt halt 4 Lebenspunkte. Nee. Vergessen wir gerade. Die habe ich sogar gespielt. 3 Mana Hexerei. Wir schicken dann spontan oder Artefakt in Exil. Weil damit konnte man Götter exilieren. Schädelspalte Minotaurus, den haben wir auch in dem Deck. Verloren im Labyrinth, -3/-0 und Hellsicht 1. Satyr haben wir im Deck. Sester mit Heroic, wenn die Ziel wird, kriegt man 2 Leben, 2x1/3. Not bad. Aus Knochenlesen, eine sehr gute Karte im Commander immer noch. 3 Mana Hellsicht 2, zieh dann 2 Karten, verlieren 2 Leben. Das ist immer noch eine sehr gute Karte. Reisender Satyr haben wir im Deck. Schiffswrack-Sirene ist tatsächlich eine sehr coole Karte. 2x1/2 fliegend für 2 Mana. Eine Kreatur und so weiter greifen diesen Zug an. Und angreifende Kreaturen kriegen -1/-1. Das ist sehr stark. Prüfung von Tassa. Das ist mit +1/+1 Marken. Und wenn die 3 Marken hat, können wir sie opfern und 2 Karten ziehen. Prüfung von Prophoros. Da können wir dann 3 Schaden schießen, wenn wir 3 Marken drauf haben. Und unsere Nachtheuler ist unsere Rare. Sehr cool. 3 Mana. 0/0 Göttergabe. Heißt, wir können die für 4 Mana bestowen auf eine Kreatur. Dann ist es eine Aura-Kreatur. Falls die Kreatur stirbt, kommt ist das als Kreatur. Und die hat +6/+6, wobei X die Anzahl an Kreaturen im Friedhof ist. Sehr cool. Und wir haben eine Ebene und einen Soldat-Token und ein Event-Deck. Stimmt, damals gab es auch noch Event-Decks. Das waren Intro-Decks und Event-Decks. Die Event-Decks waren die stärkeren Decks. Jau. Jo, das waren Zeiten. Entfache
das Gespräch. facebook.com/magic-the-gathering. Sehr geil. Jetzt Atemzug hatten wir gerade eben höhlende Lampade, 4-2-2 mit Göttergabe, 2-2 einschüchtern. 2-2 Flugfähigkeit ist die Nimbus-Najade mit Göttergabe. Oh, Peitschenhieb. 4-Kreatur kriegt -4. 5-4. 3-0-6 Wächter der Melitis. Omen des Verrats, das haben wir auch schon drin mit dem Übernehmen. Das Cry, dieser Tür haben wir jetzt Playset. Fuchs Goliath, der war neulich auch noch mal im Set drin. 6-6-5 Trampel. Ich wusste gar nicht, dass der hier aus Teros ist. Aber der war neulich noch mal im Set drin. Schatz der Tassa. 6-Mana, zieh 3 Karten und dann 3 Karten Müllen. Strahlen der Auflösung, Zustände Verzauberung, 3 Leben. Gelehrter des Horizonts. 6-4-4, teilt sich 2 fliegend. Okay. Flammengegossenes Rad. Können wir 5-Mana opfern, um 3 Schaden zu schießen. Für 1-Mana. Nicht schlecht. Horizont Chimäre. Das hat ein Kollege von mir in seinem Commander-Deck gespielt, weil die doch sehr stark ist. 4-Mana, 3-2 aufblitzen, fliegend Trampelschaden. Immer wenn man eine Karte zieht, erhält man Lebenspunkt. Das ist sehr, sehr stark. Einfach nur um Life-Gain zu haben. In Blau-Grün hat man sonst nicht so viel Life-Gain gehabt. Und wir haben eine Nebelspalter-Hydra. Kann nicht neutralisiert werden. Eile, Schutz vor Blau und sie kommt mit X+1/+1 mal gespielt. Beides sehr playable Karten. Beides sehr playable. Von den mächtigen Göttern bis hin zum einfachen Dienern. Wizards.com/Teros. Ihr könnt mal bitte nachgucken, ob die Online-Seiten immer noch da sind. Das finde ich witzig. Aber das waren noch zwei gute Booster. Das sind zwei wirklich gute, nützliche, brauchbare Karten. I like. Kommen wir dann zu den New Stuff, in Anführungsstrichen. Double Feature. Double Feature ist ja bekannt, bin ich nicht so der Fan von. Da wird hier noch so ein 4-5 Booster aufnehmen. Krass. Plus dieses mega geile Deck. Vielen Dank nochmal fürs Zuschecken. Das ist wahnsinnig für mich. Also es ist... Opening zur Verfügung, ja. Mega. Mega. Da haben wir einen Timberland Guide. Ah ja, stimmt, das waren ja diese Schwarz-Weiß-Dinger. Aber Worldly Gaze. Ich muss die Karten nicht erklären, wa? Festival Crasher hier oben mit dem Symbol von Everson drauf. Stuffed Bear ist eine sehr coole Karte. Tiregrave Scavenger, Cradle of Safety, Heron of Hope, Wedding Invitation. Sehr coole Karte. Kann man opfern und so. Vampire Socialites, Beloved Begonia mit Disturb. 4-4 Wachsamkeit. Ancient Lumberjack, das ist sogar eine coole Karte. Wenn er died, mischt man 3 Karten. Und wenn er ins Spiel kommt, mischt man 3 Karten aus dem Friedhof wieder in den Deck. Okay. Willow Geist, 1-Mana Trampel. Immer wenn man ein oder mehr Karten den Friedhof verlassen, kriegt er eine +1/+1-Marke. Wenn er stirbt, kriegen wir Leben und in Höhe der Power. Okay, und wir haben eine Sekunde. Ich habe neulich aus Spaß, was ist das denn? Eine Thalia aufgemacht. Ja? Und ich habe mich aufgeregt darüber, dass sie doch so dreckig ist. Die ist ja genauso. Was ist das denn? Was? Haben die da Dreck in den Print drin gehabt oder was da? Und wir haben noch einen Flame Blast Gold, aber was? Das sieht ja richtig eklig aus. Egal. Ja, das ist Double Masters. Cooles Set zum Öffnen, nicht so cooles Set zum Kaufen. Also wenn ihr das verschenkt, tut es nicht, aber wenn ihr es irgendwo findet auf der Straße oder günstig zum Einkaufen, kauft es euch. Dann ist ganz cool. Dann haben wir einen Mystery Booster 2021. Ich dachte gerade 2019, da hätte ich gerade einen halben Herzinfarkt bekommen dafür, dass ich es aufgemacht habe. Wer es nicht weiß, hier oben könnt ihr den Print dran sehen. So. Voice of the Province. 1-1 Humans. Resident Dove, 3 Leben, 10 eine Karte. Scroll Thief, 10 eine Karte. Golden City, wenn wir Blast haben. The Eldest Reborn. Jeder geht noch von einem Planeswalker, wir öffnen eine Karte ab und dann eine Kreatur der Planeswalker. Okay, Volcanic Rush, +0. Skirt Kommando, sehr coole Karte. Auf Wild Mongrel, den habe ich damals im Standard gespielt und im Casual. In dem, genau aus diesem Deck, das ist das Liliana gegen Garuk Deck. Da sieht man sogar noch den alten Rahmen. Feed the Clan, Mysterious Geist, Herald's Horn, die Karte, die gefühlt auch genauso in der Liste drin ist, nur dass dieses kleine Symbol leicht anders ist. Aber es ist dieselbe Edition, was ziemlich dämlich ist. Phyrexian Metamorph ist unsere Rare.
4-Mana-0-0, kommt als Kopie rein. Man kann halt 2 Leben bezahlen, statt das Blaue zu bezahlen. Sehr coole Karte, nicht mehr so viel wert, aber eine sehr, sehr, sehr coole Karte. Und wir haben noch eine Rare. Thalias Lancia, 5-Mana-4-4, wenn das Spiel kommt, können wir unsere Karte nach einer legendären Karte durchsuchen und sie auf die Hand nehmen. Stark. Und ein Loppy Lobster, 3-Mana, 4-Face. Wenn er getappt wird, geht er in die nächste Stage. Stage 1 ist der 1-4. Achso, und wenn er auf Stage 4 ist, geht er wieder auf Stage 1. Okay. Er muss hier als 1-4 reinkommen. Dann evolvt er, hat er 4-1 Evolve. Dann hat er für ein blaues Krieg plus 1, minus 1 mit 2-4. Und für 4 Mana Wachsamkeit tappen sie 2 Karten. Coole Karte. Sehr coole Karte. Loppy Lobster. Gilt von mir einen Daumen hoch, sollte man im Commander spielen. Und wenn ihr es nicht schon getan habt, erlaubt diese Testkarten bitte im Commander. Das ist super witzig. Und dann machen wir einen Rückkehr nach Ravnica. Ah, Ravnica ist für mich immer so ein, seit ich gerade Ravnica dabei bin, so ein kleiner Flashback-Block. Aber auch damals, weil das meine Hochzeit war, das erste Ravnica. Und ah, so schön. Kettentänzer von Bluthaus mit Entfesseln, heißt Eile oder Marken. 1-1 Lifelink ist der Dolchbann. Guildgates. Guildgates sind auch nicht schlecht. Herz des Beilbrecher, weil es 7-Mana-6-7. Krass. Zusammengehörigkeit. Legen plus 1 zu 1 mal auf eine Kreatur und auf eine Kreatur noch eine. Okay. Riesenwuchs plus 3 plus. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Nur auch Riesenwuchs haben wir echt lange nicht mehr als Karte gesehen. Essenzrückgewinnung. Ziehe eine Karte, infiltrieren. Stimmt, infiltrieren war ein Ding. Die Klang der Erscheinung, Beherrscher der Leere. Das waren auch damals richtig gut. Geschätzter Fund, das war eine sehr coole Commander-Karte. Haben wir auch damals sehr viel gespielt. Heute nicht mehr, aber damals. Für ein grünes und schwarzes bringen wir eine Karte aus dem Friedhof auf die Hand und exilen die. Das war nicht schlecht. Himmelsraubtier. Teleportal. 2-Mana, eine Kreatur plus 1 bis 0. Kann ist unblockbar mit Überlast. Stark. Und unsere Rare ist ein Rummelplatz Höllenstute. 6-Mana, 5-4, Erstschlag-Ei mit Entfesselt. Die war, glaube ich, die Front von dem Intro-Deck von dem Rot-Schwarzen aus Return to Ravnica. Meine ich. Aber die kommen mir da nicht sehr bekannt vor. Ihre Lieblingsleckerei sind kandierte Hände und süße Herzen. Geil. So ein Ritter und eine Insel. Ja, mega. Also ich habe hier gerade meinen absoluten Nerdgasm, was das angeht. Was alte Booster angeht, neue Booster, Intro-Packs, alles. Deshalb nochmal vielen, 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 vielen Dank, dass ich das hier erleben durfte, dass ich das öffnen durfte, dass ich die Booster mit euch teilen durfte. Und wenn euch das Starterdeck interessiert, dann haltet die Augen offen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob es Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube ist. Irgendwo werde ich das machen. Kann auch sein, dass ich es auf mehreren Plattformen machen lasse. Und dann am Ende rolle, welche Plattform ich nehme. Das heißt, wenn ihr auf mehreren Plattformen macht, habt ihr mehrere Chancen und so weiter und so fort. Aber das seht ihr dann. Das seht ihr dann, wenn das rauskommt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksade. Ciao, ciao.